Heute möchte ich ein paar persönliche Worte an euch richten in Bezug zu diesem Kanal und auch ein bisschen drüber draus. Ich habe über 4 Arbeitsjahre meines Lebens in diesen YouTube-Kanal hier investiert und ich möchte auch nicht, dass dieser irgendwie irgendwann gelöscht wird. Das haben wir bei anderen medizinischen Kanälen schon gesehen, dass sie komplett gelöscht wurden und die ganze Arbeit war dann mehr oder weniger umsonst. Ich zeige euch mal die Richtlinien, an die wir uns hier halten müssen, die wir Kanäle betreiben, insbesondere in Bezug zu medizinischen Kanälen. Das ist nämlich ganz interessant. Und ich teile ja viele Videos jetzt auch fast alle in 2 Teile auf, also Teil 1 für YouTube, Teil 2, wo ich dann noch diese Dinge erzählen darf, die ich auf YouTube nicht sagen darf, kann man dann kostenfrei mit einem Link dann draufkommen und die kostenfrei woanders weiter anschauen. So machen wir das mittlerweile. Und das ist eine ganz gute Idee, denn dann sind wir auf der sicheren Seite mit dem Kanal. Also bleibt dran. Ich zeige euch gleich mal die Richtlinien. Und jetzt noch in eigener Sache etwas, das möchte ich euch jetzt zeigen. Und da darf ich auch es vorausschicken, auch mündlich. Und ich habe es auch schriftlich gesagt. Das ist jetzt Werbung. Das muss man natürlich auch sagen. Und hier sehen wir Dynamic Plus. Könnt ihr hier eingeben und dann geht ihr auf die Seite von Dynamic Plus und scrollt ein bisschen runter und dann kommt ihr zur Herbstaktion. Die habe ich auch mit initiiert. Ich habe gesagt, hey, wir müssen hier ein paar Produkte an die Leute ranbringen, dass sie gesünder werden, dass sie mit einem gestärkteren Immunsystem, wenn möglich, in den Winter hineingehen dürfen. Natürlich gehört hier auch noch Vitamin D und Vitamin A dazu. Das solltet ihr nie vergessen. Aber jetzt schauen wir uns mal diese Geschichten ganz kurz an. Hier haben wir 2 Cystus-Produkte. Einmal das Cystus Immun Pur. Da ist unheimlich viel Cystus in so einem Shot drin. Das ist ja flüssig. Und das Vita Mineral Plus Cystus. Das ist ein Kombipräparat. Und das Immun Up Plus. Das ist auch ein Kombipräparat. Und ganz stark runtergesetzt die D-Mannose. Da habe ich ja auch schon Videos drüber gemacht. Von 35 Euro circa auf 10,50 € runtergesetzt. Das ist ja schon extrem. Und ihr kriegt auf alle diese Produkte nochmals 10%, wenn ihr den Gutscheincode Karmananda eingibt. Ich habe es euch unten verlinkt. Und wenn ihr dann noch auf über 100 € kommt, dann könnt ihr euch noch ein ADKE raussuchen. Ich verlinke das unten, wie es geht. Da müsst ihr dann einfach noch Immun in die Kommentare reinschreiben von Dynamic Plus und dann läuft das. Gut, das war jetzt nur mal so ein kleiner Hinweis. Und jetzt komme ich mal zum eigentlichen Thema, was mir auch sehr wichtig ist. Also A, nochmals, wenn ich mal so ein bisschen in Anführungszeichen Werbung mache, dann seid mir da nicht böse, dass ich entwickle bei Dynamic Plus auch mit. Ich bin da, ich bin nicht beteiligt. Also die fragen mich und dann gebe ich denen Tipps und da weiß ich halt, woran ich bin. Deswegen habe ich jetzt halt hier mal ein paar Worte dazu gesagt. Es gibt noch andere Firmen, wo ich auch mit als beratend wirke, wie viele andere Ärzte und Mediziner oder Heilpraktiker auch. Und jetzt gehen wir mal weiter. Ich zeige euch mal ganz interessante Sachen. Ich habe hier mal einen Screenshot gemacht. Wenn ihr auf YouTube geht, ich habe das euch unten verlinkt hier, diesen Link, dann kommt ihr zu den Community-Richtlinien. Und da habe ich mir einfach mal eine Kopie gemacht. Hier Spam und irreführende Praktiken, gefälschte Interaktionen, Identitätsdiebstahl bis hin zu Belästigung und Cybermobbing oder schädliche oder gefährliche Inhalte. Gibt es also doch einige Sachen, die einfach absolut nicht erlaubt sind. Auch hier eben dann, wenn man weiterklickt, Richtlinien zu medizinischen Fehlinformationen. Und da wird es jetzt für uns interessant. Auf YouTube sind keine Inhalte erlaubt, die ein ernsthaftes Risiko für körperlichen Schaden bergen, indem medizinische Fehlinformationen verbreitet werden, die im Widerspruch zu den Informationen der WHO und lokaler Gesundheitsbehörden zu bestimmten Gesundheitszuständen und Substanzen stehen. Also es ist ganz interessant und hier haben wir die einzelnen Untertitel hier, zum Beispiel schädliche Substanzen und Praktiken als Präventionsmethode oder auch Fehlinformationen über solche Spritzen, die man reinspritzen kann. Ich nehme dieses Wort hier ist nicht in die Hand, in den Mund, Entschuldigung, in den Mund. Aber ich mache es mal hier ganz groß. Das ist ja die Originalseite auf YouTube, die jeder einfach aufschlagen kann und so weiter. Und das habe ich euch jetzt mal zusammengefasst. Schaut mal her. Das lese ich euch jetzt mal vor. Also es ist sehr, sehr viel Text. Ich habe mal ein paar Sachen rausgenommen. Also Richtlinien zu medizinischen Fehlinformationen. Das sind die Richtlinien. Da müssen wir uns dran halten. Sonst hätte YouTube
auch die Möglichkeit, einen Kanal komplett zu löschen. YouTube verbietet die Verbreitung von medizinischen Fehlinformationen, die ein erhebliches Risiko für die Gesundheit darstellen. Diese Richtlinien zielen darauf ab, Fehlinformationen entgegenzuwirken, die den Angaben der WHO oder lokalen Gesundheitsbehörden widersprechen. Und die Hauptbereiche wären hier zum Beispiel die Fehlinformationen zu Präventionsmedizin, also Inhalte, die falsche Informationen zu Krankheitsvorbeugung verbreiten, besonders über eben diese Spritzen, ne, ihr könnt es hier lesen, wie die Behauptung, dass diese Medikamente schwere Nebenwirkungen verursachen könnten oder dass sie unwirksam seien oder sind. Dann Fehlinformationen zur Behandlung von Inhalten, die gefährliche oder unwirksame Behandlungsmethoden bewerben, wie zum Beispiel das Trinken von diesen MMS oder die Anwendung von nicht anerkannten Krebsbehandlungen wie Kaffeeeinläufe oder der Hoxsey-Therapie. Hoxsey war, glaube ich, ein Arzt aus den 20er Jahren, der hat irgendeine Krebstherapie ins Leben gerufen, die auf pflanzenheilkundlicher Basis in Salben besteht. Na, das darf man hier gar nicht erwähnen. Solche Geschichten, da könnt ihr nachlesen, da sind noch viel mehr Unterpunkte dabei. Also bis hin zu Schelat und so weiter. Dann Inhalte, die die Existenz von Krankheiten wie C 19 oder die damit verbundenen Todesfälle leugnen, werden ebenfalls verboten. Dazu gehören auch falsche Aussagen über die Übertragungswege und Beispiele für verbotene Inhalte umfassen Behauptungen, dass auch diese zwei Medikamente, die nehme ich jetzt auch nicht mehr in den Mund, diese C19-Erkrankung effektiv vorbeugen oder auch heilen können, sowie Falschinformationen zu den Inhaltsstoffen von diesen Spritzen folgen bei Verstößen. Wiederholte Verstöße können zur Sperrung des Kanals führen und so weiter. Gell? Diese Richtlinien zielen darauf ab, die Verbreitung von Fehlinformationen zu verhindern und das Vertrauen in wissenschaftliche, fundierte medizinische Informationen zu fördern. Jetzt habt ihr das mal gesehen, das ist ganz interessant und daran muss man sich halten, sonst ist der Kanal in Gefahr. Und die ganze Arbeit war mehr oder weniger dann umsonst. Natürlich haben wir diese ganzen Videos gesichert, sind da weit über 1200 mittlerweile auf diesem Kanal. Und ich hoffe mal, dass die Informationen, die hier vorkommen, dann so sind, dass sie auch für YouTube gerecht sind. Ich denke schon. Ich habe auch einige Videos, wo ich gesagt habe, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Die habe ich runtergenommen von YouTube und die könnt ihr dann auch zum Teil, wie gesagt, wenn ihr unseren Newsletter abonniert, dann dort auch umsonst anschauen. Ich habe es vorgestern ein Webinar gemacht für euch, kostenfrei. Es erscheint nächste oder übernächste Woche auf YouTube mit dem Link dann zu dem Webinar. Weil in dem Webinar habe ich tolle Sachen gerade in Bezug zu C gesagt und die Folgeerkrankungen, die ich natürlich hier auf YouTube jetzt nicht erzählen möchte. Das sind ja alles wissenschaftlich belegte Geschichten mit Studien belegt. Die kann man auch beim Dietrich Klinghardt nochmal nachhören und so weiter. Aber ich habe es halt für euch, ist nochmal schön zusammengefasst in einem Webinar. Solche Dinge mache ich für euch auch und habe da noch viele Ideen. Ich bin gerade dabei, weitere kostenfreie Webinare vorzubereiten. Da brauche ich mal 2 Tage dazu, 2 Arbeitstage. Also wenn ich 2 Tage sage, heißt es 2 Arbeitstage, 8 Stunden. Also das ist schon sehr viel Arbeit, die hier drin steckt. Und wenn ich dann auch mal ein bisschen Dynamik Plus zeige, dann wisst ihr auch warum, weil ich meine, ich habe 4 komplette Arbeitsjahre in den Kanal hier reingesteckt. Natürlich kommt auch vieles zurück und ich bin euch mal ganz arg dankbar, das möchte ich jetzt mal in diesem Kontext sagen, für die ganzen Kommentare. Es sind nur ganz wenige blöde Kommentare dabei, also ganz, ganz wenige, vielleicht so 2 bis 3% und die restlichen 97 bis 98% sind wirklich intelligente, reflektierte oder schöne oder dankbare Kommentare und dafür möchte ich euch danken. Also ich finde, wir haben hier eine schöne Community, wenn man sich mal so ausdrücken möchte. Schaut auch mal auf Telegram übrigens rein, haben auch unten verlinkt, weil auf Telegram mache ich fast täglich ein Video. Fast täglich. Ich habe heute Morgen schon wieder eins gemacht. Und heute Morgen auch wieder ein Thema. Das dürfte ich hier, das darf ich hier gar nicht erwähnen. Da könnt ihr auch mal reinschauen. Ja. So weit, so gut. Jetzt guckt mal, dass ihr gesund bleibt. Ich bedanke mich bei euch und sage ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal.